Ich grüße euch, Leute. Neue Ausgabe WWE Supercard hier auf dem Kanal. Es ist Samstagabend für mich. Ihr werdet dieses Video am Sonntag sehen. Es gibt Gründe dafür. Es gibt ganz einfach Sachen. Ich kann es nicht abwarten mit der Aufnahme. Deshalb mache ich das einfach jetzt. Deshalb entschuldigt bitte ein bisschen die Lichtverhältnisse, weil ich mache das jetzt mit dem Licht aus meinem Zimmer und bla bla bla. Deshalb sieht das Bild jetzt so aus, wie es aussieht. Aber es tut überhaupt nichts zur Sache. Denn ihr könnt mich hören und allein das zählt und ihr seht das Spielmaterial und es ist so unglaublich geiler Schüssel passiert. Und zwar, erstens ist es ein Mega-Phänomen. Ich muss mich wahrscheinlich immer erst in einem Video aufregen, dass ich kein Pro kriege und ach, was weiß ich nicht alles. Und dann auf einmal, kurz nachdem das Video öffentlich ist, bin ich am Zocken. Und was passiert dann? Ich ziehe? Was? Und das ist? And his name is John C. Ihr seht's? John Cena gezogen. Freitagabend, abends einfach noch ein bisschen RD gezockt und auf. Nee, das war nicht bei RD, das war danach bei Energiekarten sammeln, genau. Da ziehe ich einfach mal den John Cena. Was für eine kranke Scheiße ist das? Und Leute, die mich jetzt schon eine Weile verfolgen, die wissen, Mensch, Christian, den hattest du doch schon mal gezogen? Ja, yeah, so sieht's aus, Leute. Es ist tatsächlich mein erster Pro, der nicht eine Eventkarte ist. Wie geil ist das denn? Und dann ist es auch noch John Cena. Das ist ja jetzt nun mal wirklich nicht. Also eine Bimmelkarte, das ist ja wirklich mal der Wahnsinn. Und deshalb, ich würde sagen, wir tun hier auch nicht lange schnacken. Ich gucke jetzt hier nochmal, dass jetzt hier auch keine Fehler passieren. Hier sind alle Token sind vergeben. Der ist komplett bei seinen Fähigkeiten. Ne? Wir gehen hier mal. Ja, der ist ready. Der ist ready, Leute. Und jetzt, es ist tatsächlich soweit. Erster Pro, der nicht eine Eventkarte ist. Und dann auch noch John Cena. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das ist einfach der Wahnsinn, Leute. Kriege ich hier John Cena? Ey, das. Ich bin da immer noch sprachlos. Ich bin da immer noch sprachlos, Leute. Oh. Aber einfach, um jetzt mal ein bisschen runterzukommen. Während wir uns jetzt einfach mal den guten Bobby Roode hier abholen. Ich sage mal, das war echt mein Wochenende. Weil, Leute, es kommt dann auch noch anderer Schissel. Ich meine die Videobeschreibung und der Titel des Videos verrät es euch nämlich schon. Wir haben tatsächlich eine Battleground gewonnen, wo wir uns gleich mal ein Pack gönnen werden. Und des Weiteren habe ich auch noch ein King of the Ring gewonnen. Es ist mein Wochenende. Also auf jeden Fall kriegen wir gleich noch eine SummerSlam 17 Karte und gegebenenfalls kriege ich ja auch endlich mal aus der TBG Belohnung eine SummerSlam Karte. Ist mir ja bis jetzt noch nicht passiert. Aber man sollte nie, nie sagen, ist mir eigentlich auch, ey Leute, ich bin da ehrlich, mir ist es eigentlich auch total Wumpe, weil ich habe John Cena Pro. Ich habe einen John Cena Pro. Ey, das ist wirklich der Wahnsinn. Und es ist halt wirklich so faszinierend, dass ich mich in Videos beschwere. Das ist echt nicht das erste Mal passiert. Und dann schwupps, kurz danach ziehe ich was. Oder wie jetzt, ich kriege hier ein Pro. Das ist. Boah, Leute, das ist einfach mal so mega krass der Wahnsinn. So, wie mache ich denn das jetzt hier? So. Muss ja auch mal ein bisschen aufs Spiel aufpassen, ne? Während ich jetzt hier mit euch am Schnägeln bin, Leute. So, er darf jetzt noch mal. Guck mal. Na, dann macht das mir doch einfach. Und da ist er direkt schon, unser John Cena Pro. Ich kann es immer noch nicht fassen, Leute. So, ich hoffe, das reicht. Wir haben 8 Picks. Ich hoffe, dass wir uns den guten Bobby Roode dann jetzt so auch mal angeln können, Leute. Aber das sollte auf jeden Fall klappen. Natürlich ist es das Letzte. Natürlich. Natürlich ist es das Letzte. Und Leute, da ist es. Der gute Bobby Roode ist am Start. Ich bin echt gespannt bei der nächsten RTG, wie es dann für mich läuft. Ich meine, Kurt Angle habe ich ja auch geschafft. Jetzt habe ich halt einen Kurt Angle Pro Note noch mit am Start. Und mein John Cena Pro. Das ist einfach der Wahnsinn, Leute. Es ist einfach der Wahnsinn. Den haben wir den schon gelockt. So.
dann werden wir den guten Bobby Wood auch mal locken. Ich weiß, viele haben sich so beschwert, dass das Bild nicht so cool ist. Ich persönlich finde das Bild ziemlich gut von Bobby Wood. Also, das ist Geschmackssache, ist halt jeden seins, ne? Ja, Leute, und da wir ja jetzt gleich TBG-Pack öffnen und King of the Ring, ja, nochmal für die, die es nicht wissen, Hideo Itami war ja jetzt in der RD. Zack Ryder, letzter King of the Ring, Big Cass war im Event drinne. Dann der Pull vor John Cena, Jack Gallagher, Jason Jordan, Akira Tozawa jeweils im Event irgendwie gewesen. Cesaro war auch eine King of the Ring Belohnung und Kofi Kingston war mein Freebie. Yo, oh, ich bin echt am Überlegen, was mache ich denn zuerst? Ich würde sagen, wir fangen mit dem TBG-Pack an. Weil wenn es jetzt hier nischt wird, im King of the Ring klappt es auf jeden Fall. Im King of the Ring klappt es auf jeden Fall, Leute. Da kriegen wir auf jeden Fall eine SummerSlam-Karte. Ich bin gespannt. Bis jetzt hat im Team noch keiner eine SummerSlam-Karte gekriegt. Also in dieser TBG. Ich bin wirklich gespannt. Ist es mein Wochenende? Kriege ich jetzt hier noch eine SummerSlam-Karte? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, Leute. Nee. Alter, ist das ein schlechtes Pack. Ey, will mich dieses Spiel, also jetzt in dem Punkt wirklich ein bisschen verarschen? Ist egal, Leute. Ist egal. Ich sag nur John Cena Pro. Alles gut. Alles gut. Oh, ich muss hier echt mal aufräumen, den Briefkasten. Ist auch vollkommen egal. Vollkommen egal gerade, weil, ihr seht selber, Herausforderergruppe. Ich bin Meister. Wer hätte das gedacht, gerade nach diesem Halbfinale. Also das war ja wirklich mal, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Also es war wirklich erste Runde. Er hat dasselbe Diva-Tag-Team drin, was ich auch habe. Und dann war es eigentlich wirklich bloß noch wieder dieses typische Proc-Geschisse gewesen. Wie es immer so ist, unsere Decks haben sich ziemlich geähnelt. Im zweiten Spiel habe ich wirklich gedacht, jetzt würde mich das Spiel komplett verarschen, weil da hat er nämlich 5:0 gegen mich gewonnen. Ihr seht, hat hier auch einen Kurt Angle Pro am Start. Aber ihr kennt es vielleicht aus meinem On The Road Video. Ich tue meine SummerSlam-Karten, die Pros, nicht komplett leveln und verwende sie so, dass sie eine Event WrestleMania 33-Karte schlagen. Und deshalb habe ich mir gedacht, na gut, dann nimm doch deinen Kurt Angle, nimm den in Single-Slot und lass ihn mich weg und dann soll er mich halt platt machen. Dann habe ich meinen Kurt Angle mit seinen Werten halt in ein Tag-Team reingeflackt und habe dann auch mal hier die Hardy Boys frisch gemacht. Na, so soll das sein, Leute, so soll das sein. Auf jeden Fall in der Runde habe ich dann Schwein gehabt. Und ihr seht, das war wieder das Zünglein an der Waage. Der gute Kurt Angle. Ich werde dann auch danach, nachdem wir uns die Belohnung abgeholt haben, mal gucken, wie ich mir den nächsten King of the Ring dann vorstelle. Aber Leute, ich würde sagen, wir holen uns jetzt unsere nächste SummerSlam 17 Karte ab. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wird's noch ein Pro? Na, wir müssen es nicht übertreiben. Wir müssen es nicht übertreiben. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Ja, warum nicht? Chris Jericho kommt irgendwann in jedem Event, Leute. Kommt Chris Jericho, das sage ich euch. Ja, warum nicht, ne? Chris Jericho? Ach, so eine Charlotte, bin ich immer noch scharf drauf. So eine Charlotte wäre wirklich gut gewesen. Aber okay, wir haben Chris Jericho bekommen. Ja, finde ich nicht schlimm. Und vor allem Linkspfeil mittlerweile, ja, Bobby Root, Rechtspfeil, wenn der dann Pro wird. Und dann mein John Cena, oh, Rechtspfeil, deshalb so ein Linkspfeil. Wenn der dann mal als Pro dazukommt, wäre jetzt wirklich nicht die böseste Geschichte auf der Welt, Leute. Ich würde sagen, wir loggen den guten Chris Jericho jetzt hier auch mal auf jeden Fall. Das Bild finde ich ja mal persönlich kacke. Also wenn ich das jetzt wirklich mal so sagen darf. Ich finde eigentlich dieses Bild, entweder das hier oder das hier, wir gucken mal. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, wie das, was jetzt so davor war. Und dann gucken wir nochmal von der normalen SummerSlam Event-Karte. Gucken wir uns das nochmal an. Ah, nee, dann nehme ich doch lieber das davor. Aber das ist ja jedem seine Sache. Eigentlich muss ich euch das jetzt gar nicht zeigen hier. Aber ja, wir machen das einfach mal. Das ist überhaupt nicht schlimm. Den guten Chris Jericho, den werden wir das Bild reinmachen. Definitiv, sonst bin ich hier unglücklich. Habe ich auf jeden Fall wieder schön zwei Karten zum Leveln hier. Dann auch gleich als Tag Team. Das ist natürlich eine richtig schöne Sache. Und dann, weil viele mich immer fragen, King of the Ring. Wir gucken mal, wie ich mir jetzt den nächsten King of the Ring so aufbauen werde. Auf jeden Fall tauschen wir mal die beiden. Und dann, jetzt muss ich gucken.
ich werde das so lassen mit den Tiefen. So, ich muss ja dann, da ändere ich bei dem Tag, ich muss ja, das muss bleiben. Weil ich hab bloß, ja, das muss bleiben, damit ich da rumschieben kann. So leid's mir tut, ich werde The Rock dahin flacken. Jinder Mahal ist allgemein eine bessere Karte als Jeff Hardy. Macht ihn auf jeden Fall in Kraft, Härte platt und dann Charisma mit meinen zwei Karten macht da den O platt. Also das tut mir eigentlich ganz schön im Herzen weh. Kommt Jeff Hardy hier raus und wir werden, wenn es dann mal funktioniert, Leute, dann hier den guten John Cena reinflacken. Sind noch SummerSlam 17, müsste aber so ein gerade so SummerSlam 17 sein eigentlich, also wirklich. Sondern gucken wir mal von den Werten her, bleibt der Gute erstmal so, wie er ist. Er wird dann im Single-Slot auf jeden Fall landen, aber für den ersten Kampf werde ich ihn hier reinflacken, dass er im Tag-Team dann noch ein bisschen höher pushen kann. Was hat er denn hier so? 46.000er Werte? Gut, also wenn ich den ersten Kampf dann verliere, das ist überhaupt nicht schlimm. Und so werde ich angreifen. So werde ich meinen nächsten King of the Ring starten. Jetzt ist natürlich Samstag, es ist schon ziemlich spät. Werde ich dann quasi am Sonntag machen. Aber hier ist nochmal ein schöner Abschluss. Wirklich gesegnet, Schwein gehabt. John Cena Pro ist mit die beste Karte, mit Brock Lesnar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also habe ich wirklich, da habe ich wirklich Schwein gehabt und kann da bei weitem nicht meckern, Leute. Und im nächsten Team-Event in der RTG wird er auf jeden Fall für unser Team auch eine Bereicherung sein, auf jeden Fall. Ja, das wollte ich euch zeigen. Haben bei dem TBG natürlich wieder keine SummerSlam-Karte abgekriegt. King of the Ring haben wir Chris Jericho gekriegt und Chris Jericho kommt definitiv irgendwann in dem Event. Der ist immer irgendwann dran. Es ist immer Chris Jericho, definitiv, Leute. Ja, Bobby Root haben wir fertig. Ich würde sagen, das Wochenende hat sich für mich richtig gelohnt, Leute. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie das Wochenende bei euch lief. Ob ihr die RD dann am Ende so geschafft habt, wie ihr es schaffen wolltet. Ob ihr euch auch den guten Bobby Root geholt habt oder was weiß denn ich. Ja, auf jeden Fall nochmal danke bei dem On The Road Video. Ihr wart wieder richtig schön fleißig in die Kommentare unterwegs. Hat mir richtig Spaß gemacht, das durchzulesen und euch auch zu antworten. Dasselbe gilt bei dem FAQ-Video. Die Fragen und Antworten und Kommentare, was ihr da so drunter geschrieben habt. Top Bombe. Ihr seid wirklich die besten Leute. Total geil. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ist wirklich ein bisschen wieder was vorwärts gegangen hier. Erster SummerSlam 17 Pro, nicht Event Pro, total geil. Freue ich mich drüber, Leute. Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, keep on wrestling, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Leute, macht's gut, ciao.